Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen um 8 Uhr, um gemeinsam das wichtigste Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu studieren, nämlich das Srimad-Bhagavatam, ein Sanskrit-Klassiker der Veden mit 18.000 Versen neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist, unser wichtigster Text. Beide wurden sie übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründeracharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile schon recht tief in das fünfte Kapitel des ersten Kantos eingedrungen und haben heute einen sehr interessanten Vers, den 14. Vers. Und haben auch einen ganz besonderen Hauptgesprächspartner heute eingeladen. Und wir begrüßen ganz herzlich unseren lieben Vaidyanath Prabhu aus Hamburg. Hare Krishna. Hare Krishna, euer gläubiger Schüler Prabhupada, Hare Krishna. Hare Krishna. Und für die, die Vaidyanath noch nicht kennen, ich zeige hier mal auf ein I. Hier ist ja alles immer so spiegelverkehrt. Hier müsste das jetzt auftauchen. Und da könnt ihr euch eine ganze Playlist von 12 Folgen anschauen über das spektakuläre Leben von Vaidyanath Prabhu. Und ich muss hier kurz mal was ausschalten. Und ja, aber vielleicht 3, 4 Sätze zu ihm. Vaidyanath Prabhu schloss sich im jungen Alter von 20 Jahren, 20, ja. ja, also im Jahre 1972, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein an, die damals noch sehr jung und ungestüm auch war, Ungestüm, und wurde dann von dem Gründer Acharya Srila Prabhupada ein Jahr später auch eingeweiht. War doch so, oder? ja. Ja, 73, genau. Genau, hat sich dann auch in der Buchverteilung und in vielen anderen Diensten beschäftigt. Seine Reise ging dann nach Amerika, erst Südamerika, dann Nordamerika und kam dann mit einer ganzen Familie wieder zurück nach Hamburg Ende der 1980er Jahre. Und dort Ja. führt er jetzt seit über 20 Jahren zusammen mit dem Jaigora ein ISKCON-Zentrum in Hamburg-Harburg und ist auch an vielen interreligiösen Projekten in Hamburg mit beteiligt. Und sogar mit zuständig, die Hamburger Schulbücher, was den Religionsteil betrifft, so ein bisschen wieder auf Kurs zu bringen, wenn es um Krishna-Bewusstsein geht. Ist doch so, oder? Ja, das ist ein laufendes Projekt seit mehreren Jahren. Und jetzt am kommenden Montag habe ich wieder ein Treffen mit einer Studienrätin, mit der ich das Curriculum, also den Plan für die 7. bis 11. Klassen Religionsunterricht da zusammenstelle in Bezug auf Hinduismus. Gibt es das eigentlich auch in anderen Bundesländern oder seid ihr da wirklich die Pioniere? Ja, wir sind da eigentlich in Hamburg ziemlich weit gekommen, also wohl Pioniere auch. Und dieses Schulprojekt, also diese Materialbände nennen die sich, da sind jetzt schon 10 rausgekommen. Die werden aber bundesweit auch angeboten zur Unterstützung des Religionsunterrichtes. Also das haben wir bisher nur in Hamburg.
Also es hat bestimmt auch seine Gründe. Es fängt ja an damit, dass Zeigora sehr früh schon sich mit der religiösen Dialog in Hamburg beschäftigte und alle möglichen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften auch kontaktierte und dann auch an die Universität da gebeten wurde. Das war schon in den 90ern, ein interreligiöses Seminar, und da habe ich auch teilgenommen, und dann hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Hamburger Religionsunterricht ja vollkommen uninformiert sei über den Hinduismus, dass auch der Hinduismus gerade in den Schulbüchern damals sehr inkompetent und auch ungünstig dargestellt wurde. Und dann habe ich diese Leute kontaktiert und wurde dann mit offenen Armen empfangen. Endlich mal jemand, der was zum Hinduismus zu sagen hat. Und denn seit 2006 bin ich da im Beirat für Religionsunterricht. Das hat eben dazu geführt, zu diesen Bänden, wo ich dann als Co-Autor auch tätig bin. Denn eben zum Glück haben wir jetzt zuletzt auch, das ist eigentlich ein sehr schöner Erfolg, Einfluss auf den Unterrichtsplan, Religionsunterricht, also für Hinduismus. Das ist echt super. Es ist ja wirklich oft so, dass diese Bücher, teilweise stehen da Texte aus dem Jahre 1978 oder so, und ja, keiner von den nachfolgenden Leuten hat vielleicht auch die Notwendigkeit gesehen, da was zu verändern. Und auch nicht, vielleicht auch nicht, wie du sagst, die Kompetenz. Und vielleicht warten wirklich an vielen Orten Menschen auf uns, dass wir uns einfach mal melden und sagen, hey, da gibt es aber noch starken Nachbesserungsbedarf. Und ihr habt ja, das also einfach mal getan. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, man muss leider sagen, dass der Hinduismus in Deutschland sehr schlecht repräsentiert wird, beziehungsweise niemand das eigentlich macht, außer eben die ISKCON, und während der Buddhismus ja sehr populär hier ist im Lande. Ne? Hm. Ja. Okay. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein paar Fotos schicken bei Gelegenheit von den Texten, wo etwas optimiert wurde. Soll ich mal die Bände kurz zeigen? Ich habe die ja hier in meinem Bücherregal. Ja. Ja, wollen wir mal sehen? Ja, wollen wir. Also ich kann mich nämlich erinnern, das war oft ziemlich ärgerlich, wenn man in der Schule war und seinen Freunden das Positivste von Hare Krishna erzählen wollte, und dann holte jemand so ein Schulbuch raus und sagte, nee, hier steht ja das und das. Hier, da, das sind so ein paar Bücher. Warte mal, ich blende dich mal größer ein, kleinen Moment. Ja, ich muss mal jetzt selber auch schauen, was ihr eigentlich von mir sehen könnt. Ja, wir sehen dich jetzt groß. Hier, ne? Wow. So, das sind alles die Bücher, an denen ich mitgearbeitet habe. Das sind alles verschiedene, alles unterschiedliche Bücher? Das ist eine Serie, das sind alles unterschiedliche Bände. Ja. Hier zum Beispiel Räume und Orte der Religionen entdecken. Nicht? Da seht ihr jetzt also auch den Hinduismus und hier auch meine Wenigkeit da erwähnt als Co-Autor. Erlen Patterson. Da oben. Das ist ja super. Das ist also einer dieser. Vor dir hast du einen Petersen, habe ich gesehen. Ja, also in Hamburg sind wir ein Dreigestirn, und zwar Rolf Peters, Erlend Pettersson und Oliver Petersen. Super. Also Rolf Peters ist Zeigora, Erlend Pettersson bin ich, und Oliver Petersen, der ist der buddhistische Vertreter. Dandatrik und Ram Gopal, was sagt ihr dazu? Ich blende euch mal kurz ein. Hare Krishna. Also Rolf Peters, Oliver Petersen und Vaidyanath Patterson, alle beteiligt daran, das Curriculum der Hamburger Religionsunterrichts zu optimieren. So schön norddeutsch. Ja. Super. Ja. Also dieser Name ist in Ostasien ja sehr verbreitet. Petersen, nicht wahr? Mhm. Ja.
Toll. Ja, prima. Dann würde ich sagen, wir richten unser Augenmerk mal auf das Srimad Bhagavatam. Ja. Und wir haben immer ein paar glückverheißende Schlokas, die wir rezitieren, schon seit Tausenden von Jahren. Also nicht wir, sondern unsere Vorgänger, große Rishis und Weise. Und die blende ich euch mal ein. Vaidyanath, du kannst ja mal das Sanskrit chanten und ich spreche das Deutsche. Amagyana timirandasya janandara chalakaya chakshur unminitang jena tasmai sri gurave namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang caiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nasta Prayeshwabhatreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Schaltet gerne einmal alle eure Mikrofone ein. Chantet den Hare Krishna Maha Mantra einmal mit. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Super. Und wir gucken uns mal direkt den heutigen Vers an. Den sehen wir hier. Und ich habe gesehen, die Rasa Manjari ist auch noch gekommen. Rasa Manjari, magst du die zweite Hälfte in der Erläuterung vorlesen? Ist sie noch da? Ja. Super. Ja. Und vielleicht gehst du immer noch ein bisschen dichter ans Mikrofon. Okay. Gut, und ich sage dann genau, wo der Sinisha aufhört. Und ja, weiter, Nat, ich weiß nicht, magst du das Sanskrit chanten und ich lese die deutsche, also die Wort-für-Wort-Übersetzung, dann lese ich dort das Deutsche. Tatonyata kinchanayat vivakshata pritak trishastat krita rupanama vihi nakari chit kva picha tustita matir Lapita vatvatata hatanaur ivashpatam. Genau, du kannst das Sanskrit, ich das Deutsche. Also das Sanskrit habe ich ja eben, ne? Ja, in der Wort-für-Wort-Übersetzung. Ach so. Tataha. Davon. Anyata. Getrennt. Kinchana. Etwas. Yat. Was auch immer. Vivakshataha, wünschen zu beschreiben, pratak, getrennt, drishaha, Vorstellung, tatkrita, reaktionsbringend, rupa, Form, namabihi, durch Namen, nakarichit, niemals, kvapi, überhaupt, cha, und, dushtita, matihi, unentschlossener Geist, Lapeta, Gewinne, Vata Ahata, durch den Wind hin und her geworfen, Nau, Boot, Iva, wie, Aspadam, ohne festen Platz. Ganz kurz mal weiter, hier Nau, Boot. Ich schätze mal, dass das Wort Navi oder so
von diesem Wort stammt, aus den europäischen Sprachen, weil ja ein U oft zu einem V auch wurde. Aha, ja, wahrscheinlich. Okay, weiter nach. Nave ja auf Spanisch, ne? El Nave. Bitte? Richtig. Nave auf Spanisch, ja. Du kannst ja mal die Übersetzung lesen und der Sinisha liest den ersten Teil der Erläuterung. Was immer du getrennt vom Herrn zu beschreiben versuchst, wird verschiedene Namen und Formen zur Folge haben und den Geist verwirren, ebenso wie der Wind ein Boot ohne Ankerplatz hin und her wirft. Erläuterung. Sri Vyasadeva ist der Verfasser aller Beschreibungen in den vedischen Schriften. Und als solcher hat er die transzendentale Verwirklichung auf verschiedene Weise dargelegt, nämlich durch fruchtbringende Handlungen, spekulatives Wissen, mystische Kräfte und hingebungsvollen Dienst. Darüber hinaus hat er in den Puranas die Verehrung zahlloser Halbgötter empfohlen, die alle verschiedene Form haben und mit verschiedenen Namen angerufen werden. Als Folge davon sind die gewöhnlichen Menschen verwirrt und wissen nicht, wie sie ihren Geist auf den hingebungsvollen Dienst des Herrn richten können. Sie sind stets unsicher, wenn sie versuchen, den wahren Pfad der Selbstverwirklichung herauszufinden. Srila Narada Deva weist mit Nachdruck auf diesen Mangel in den von Vyasadeva verfassten vedischen Schriften hin und versucht deutlich zu machen, dass alles in Beziehung zum höchsten Herrn und niemand anderem beschrieben werden muss. In der Tat gibt es nichts außer den Herrn. Der Herr manifestiert sich in verschiedene Erweiterungen. Er ist die Wurzel des ganzen Baumes. Er ist der Magen des gesamten Körpers. Wasser auf die Wurzel zu gießen, ist der richtige Vorgang. Den Baum zu bewässern, ebenso wie die Versorgung des Magens der richtige Weg ist, Energie an alle Teile des Körpers zu verteilen. Srila Vyasadeva hätte keine anderen Puranas als den Bhagavata Purana verfassen sollen, da eine kleine Abweichung von den Lehren des Bhagavata Purana sich verheerend auf den Vorgang der Selbstverwirklichung auswirken kann. Okay, bis hierhin. Rasa Manjari kann weiter fortführen. Wenn eine kleine Abweichung bereits solche Folgen haben kann, um wie viel mehr dann erst die bewusste Ausweitung der Vorstellung, die von der absoluten Wahrheit getrennt sind. Der größte Nachteil bei der Halbgötterverehrung ist die Tatsache, dass diese Art der Verehrung eine feste pantheistische Vorstellung schafft, die in vielen religiösen Sekten verhängnisvoll endet, da sie dem Fortschritt der Prinzipien des Bhagavatam entgegensteht, die allein die genaue Richtung zur Selbstverwirklichung in ewiger Beziehung zur Persönlichkeit Gottes durch hingebungsvollen Dienst in transzendentaler Liebe weisen können. Das Beispiel vom Boot, das durch starken Wind hin und her geworfen wird, ist in diesem Zusammenhang sehr zutreffend. Der vielverzweigte Geist des Pantheisten kann niemals die Vollkommenheit der Selbstverwirklichung erreichen, da die Auswahl des Gegenstandes der Verehrung eine sehr verwirrende Angelegenheit ist. Okay. Schauen wir uns noch mal kurz den Vers an. Was immer du getrennt vom Herrn zu beschreiben versuchst, wird verschiedene Namen und Formen zur Folge haben und den Geist verwirren, ebenso wie der Wind ein Boot ohne Ankerplatz hin und her wirft. Okay. Ja, weiter nach Prabhu. Vielleicht mal ganz zu Beginn. Was ist denn der markante Unterschied zwischen Halbgötterverehrung und die Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes? Warum wird hier der Unterschied so klar hervorgehoben? Der Unterschied ist eben, dass die Halbgötter genauso bedingte und geschaffene Wesen sind, wie wir Menschen auch, nur eben mit höheren Ermächtigungen ausgestattet. Ne? Die Halbgötter sind also bedingte Lebewesen, sie haben einen materiellen Körper. Und in der Bhagavad Gita erklärt Krishna auch im 7. und 9. Kapitel,
dass man durch die Verehrung der Halbgötter materielle Wünsche erfüllt bekommt. Und die Menschen wenden sich tatsächlich an diese Halbgötter, um materielle Wünsche erfüllt zu bekommen. Das ist nun nicht ganz einfach. Ich meine, genauso wie man Krishna hier auf dieser Welt nicht sehen kann, kann man auch die Halbgötter normalerweise nicht sehen. Gerade im Kali-Yuga erscheinen sie auch gar nicht mehr auf der Erde. Also früher waren sie noch, in vorherigen Zeitaltern waren sie noch auf der Erde erschienen. Davon berichtet das Bhagavatam, ne, die Geschichte von Prithu Maharaj und anderen. Aber in diesem Zeitalter erscheinen sie nicht auf der Erde. Also das Interessante bei Vyasadeva war ja, sind also jetzt die Unterweisung von Narada Muni an Srila Vyasadeva, dass er die Nachteile dieses Kali-Yugas sehr früh erkannt hat. Und seine Erkenntnis war der Grund dafür, dass er überhaupt alle vedischen Schriften zusammenstellte. Denn er wollte der Menschheit etwas geben, Mittel geben, mit welchen sie die schlechten Einflüsse des Kali-Yuga bekämpfen könnten. Ne? Und um also gegen das Kali-Yuga anzukommen, wollte er den Menschen die heiligen Schriften des Veda geben, die bis dahin nur mündlich zur Verfügung standen. Aber da er auch beobachtete, im Kali-Yuga nimmt das Erinnerungsvermögen ab, es gibt viele Störungen, die Menschen leben kurze Zeit, sie sind streitlustig. Ja, so sagte er dann, ja, dann müssen wir es jetzt eben aufschreiben für die Landwirtschaft. Nicht? Sagen wir mal, sagt man ja im Deutschen auch, nicht? Jetzt aufschreiben für die Landwirtschaft. Also weil die Menschen des Kali-Yuga sich eben viele Dinge nicht mehr merken konnten. Früher konnte man sich das alles merken, nachdem man sich es einmal gehört hatte. So, und Vyasadeva hatte wirklich den Wunsch, der Menschheit damit etwas Gutes zu tun. Dann schrieb er eben alle vedischen Schriften auf mit den Vorgängen der Halbgötterverehrung, mit den ganzen Regulierungen für das tägliche Leben, wie man also möglichst optimal und ungestört durch das Leben im Kali-Yuga kommen könne. Sogar das Vedanta-Sutra verfasste er, die Upanishaden, also abstrakte Philosophie, und beschrieb das unpersönliche Brahman. Dann schrieb er sogar das Mahabharata, also extra nochmal für die Leute, die eigentlich nur Geschichten verstehen können, die nichts Abstraktes mehr verstehen können. Das Mahabharata, also Geschichten, Ramayana. Und im Mahabharata sogar auch die Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita ist ja auch ein Teil des Mahabharata. Also Krishnas Anweisungen an Arjuna. So, und danach war er, obwohl er wirklich alles versucht hatte, war er immer noch unzufrieden. Und er stellte dann selbst die Vermutung auf, ach, das ist wahrscheinlich deshalb, vielleicht deshalb, weil ich nicht ausreichend geschrieben habe über Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes. Und das konnte Vyasadeva auch zu dem Zeitpunkt nicht, weil Sri Krishna erst erschienen war und seine transzendentalen Spiele erst zum Ende brachte, also ungefähr um die Zeit, gegen Ende des Dwapara-Yuga, zu Beginn des Kali-Yuga. Und Vyasadeva hatte also übermäßig diese materiellen Vorgänge in der vedischen Überlieferung betont und die vier Ziele, die vier materiellen Ziele des Lebens, nämlich Dharma, religiöse Entwicklung, Artha, wirtschaftliche Entwicklung, Karma, Sinnenbefriedigung und schließlich auch Moksha oder Befreiung, aber mehr Befreiung auf der unpersönlichen Ebene. Also es fehlte eine tiefgreifende Beschreibung der höchsten Persönlichkeit Gottes und ihrer transzendentalen Spiele, die fehlte. Ne? Und in dem Augenblick, als er das ungefähr erkannte, als er das vermutete, erschien auch gleich sein spiritueller Meister Narada Muni, den er dann also gebührend empfing und pries. Das ist der erste Teil dieses fünften Kapitels. Und nachdem also Narada Muni dann auch von ihm, von Vyasadeva verehrt wurde, beginnt er sofort mit seiner Analyse, was eigentlich Vyasadeva falsch gemacht hat. Also sehr genaue Analyse.
dass eben gerade diese Vorgänge der Halbgötterverehrung, auf die Vedavyas ja sehr viel, den Vedavyas sehr viel Raum gegeben hatte bei der Aufzeichnung der vedischen Schriften, das wirkliche Selbst nicht zufriedenstellen können. Also schon vorher im zweiten Kapitel haben wir ja, im ersten Kanto haben wir also Göttlichkeit und hingebungsvoller Dienst. Da heißt es, ja, Yajatma Suprasidati, nur hingebungsvoller Dienst, Ahetukiya Pratiyata, ne? Ohne unmotivierter und ununterbrochener hingebungsvoller Dienst kann wirklich das Selbst zufriedenstellen, Yajatma Suprasidati. Nur wenn also die Seele beschäftigt ist und Krishnas hingebungsvollem Dienst, dann ist sie letztendlich zufrieden. Alles andere, also kompliziert und komplex und es auch klingen mag, also wie zum Beispiel die Halbgötterverehrung in den vedischen Schriften, all diese Rituale, können das selbst nicht wirklich zufriedenstellen. Und all das befindet sich noch auf der Ebene der Sinnenbefriedigung. Und auch in der Bhagavad Gita, hier haben wir diesen Vers, da werden zwei Sachen, also einmal ein Boot wird erwähnt, ne? Und dann auch eben der Wind. Und das Gleiche haben wir auch in der Bhagavad Gita, in Kapitel 2, Vers 67. Heute Morgen nur ganz kurz habe ich das mal nachgeguckt. 2,67. Da kommt's. Gleich, also es ist Bhagavad Gita 2,67. Gleich einem Boot auf dem Wasser, das von einem Sturm weggerissen wird, kann schon einer der ungezügelten Sinne, auf den sich der Geist richtet, die Intelligenz des Menschen forttragen. Dann haben wir also hier das gleiche Bild. Das Boot auf dem Wasser, das von einem Sturm, beziehungsweise hier in dem Vers von einem Wind weggerissen wird, kann eben leicht passieren, wenn man sich auf der Ebene der Sinnenbefriedigung befindet. Ne? Und grundsätzlich ist all dies eben getrennt von Krishna. Dann haben wir ja auch noch in 6,34 diesen Vers, wo auch Arjuna das Beispiel des Windes nimmt. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark, o Krishna. Und ihn zu bezwingen erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Also eine sehr windige Angelegenheit, hier das materielle Dasein. Wow, okay. Ja, da war auch was von einem Baum und einer Wurzel die Rede. Irgendwie, wenn man den Baum, die Wurzel bewässert, kannst du das nochmal genauer erklären? Was hat das denn mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun? Die Wurzel eines Baumes zu bewässern. Ja, da sagt Krishna ja auch im zweiten Kapitel, so wie ein Fluss alle Zwecke verschiedener Brunnen erfüllen kann, so kann auch der hingebungsvolle Dienst zu Krishna alle Zwecke erfüllen, die man eigentlich im Leben hat. Also in Krishna ist alles verbreitet. Genauso auch das Bild, was du jetzt auch erwähnst, das mit dem Baum. Also wenn wir einen Baum wässern an der Wurzel, an der richtigen Stelle, also an der Wurzel, ne, weiß jeder, der den Garten hat, also wenn man die Blumen begießt, ne, möglichst das Wasser an die Wurzel schütten. Nicht so drumherum, macht nicht so viel aus, an die Wurzel. Ne. Dann wird der ganze Baum bewässert, dann ist jedes einzelne Blatt voller Kraft und Saft. Ja, und es macht gar keinen Sinn, jetzt also die Blätter einzeln nass zu machen. Ne? Das macht tatsächlich keinen Sinn, wenn man das mal versucht im Garten. Also wenn man da eine Pflanze hat, man bewässert die von oben. Ne? Ja, dann fällt das Wasser auf die Blätter, aber fällt dann meistens irgendwo hin. Kommt dann erst sehr spät an der Wurzel an, wenn überhaupt. Also immer die Wurzel. Ne? Und die Wurzel ist Krishna. Krishna ist der Ursprung, ich bin der Ursprung der Halbgötter. Aham Adi Hi Devanam. Ich bin der 10.2. Ich bin der Ursprung der Halbgötter. So, diese Halbgötter kommen alle von Krishna.
Und im 7. und 9. Kapitel erklärt Krishna auch, dass er es ist, der den Halbgöttern die Materialien zur Verfügung stellt, mit denen sie dann die Sinne ihrer Verehrer befriedigen können. Okay, okay. Und dann wird noch das Beispiel mit dem Magen gegeben, gleich hinter der Wurzel und dem Baum. Der Magen, ich lese es hier noch mal kurz vor. Es ist, Moment, der Herr manifestiert sich in verschiedenen Erweiterungen. Er ist die Wurzel des gesamten Baumes. Er ist der Magen des gesamten Körpers. Wasser auf die Wurzel zu gießen, ist der richtige Vorgang, den Baum zu bewässern. Ebenso wie die Versorgung des Magens der richtige Weg ist, Energie an alle Teile des Körpers zu verteilen. Vielleicht kannst du das nochmal, wobei das ziemlich klar ist. Ich glaube, das kann man noch besser verstehen, weil das wirklich was mit einem selbst zu tun hat. Da hat man selbst persönliche Erfahrung, dass man den Magen füttern muss, um wirklich Energie zu bekommen. Und nicht, ich glaube, Srila Prabhupada hat mal das Beispiel gegeben, wenn die Hand versucht, selber irgendwas zu essen, dann wird die Hand dadurch keine Energie bekommen, sondern sie muss die Nahrung zum Mund führen und der Mund durch den, wie nennt man das, Ernährungsprozess geht dann die Nahrung zum Magen und dann kommt erst die Energie. Ja, da haben wir ja mal so ein Spiel aufgeführt, ne? Also dass die Gliedmaßen streikten eben, sie wollten nicht immer alles mehr zum Mund geben. Und schließlich, was passierte, die Gliedmaßen, also die Hand wollte den Mund nicht mehr füttern, die sagte, warum immer alles zum Mund? Und daraufhin wurden die Gliedmaßen alle schwach. Aber das Problem ist ja, okay, dass wir sind hier alle auf der Ebene der Sinnenbefriedigung natürlich. Also allein, dass wir in einem materiellen Körper geboren wurden, das führt ja zunächst mal zu dem Problem, ja, wir müssen den materiellen Körper erhalten. Und wie erhalten wir den materiellen Körper? Eben, indem wir die Sinne des materiellen Körpers zufriedenstellen. Das ist die natürliche Bedingung, ne, in dieser Welt. Alle Lebewesen sind mit materiellen Körpern ausgestattet und diese materiellen Körper müssen erhalten werden und das führt dann zum Kampf des Überlebens mit verschiedenen karmischen Reaktionen. Also wenn ich den Körper für das Selbst ansehe, dann folgt daraus eben, dass ich alles tue, um diesen Körper zufriedenzustellen. Und was dann ab und zu auch immer passiert, ist, dass ich in die Rechte anderer Lebewesen eingreife, die eben auch versuchen, ihren Körper zufriedenzustellen. Und das führt in dem Falle dann zu sündhaften Reaktionen. Also die vedischen Schriften geben eigentlich Anweisungen dafür, wie solche Situationen zu vermeiden sind, eben durch fromme Tätigkeiten. In der Ishupanishad haben wir ja auch eine Verhaltensregel für das tägliche Leben. Isha Vasyam Idam Sarvam Yat Ginta Jagata Jagat Tene Taktena Bundita Magrita Kasya Svitanam. Das heißt, eigentlich gehört alles Krishna und man sollte sich nur immer das nehmen, was für einen auch beiseite gestellt ist, was Krishna uns zugedacht hat. Und man sollte nicht anderes nehmen, eben nicht das, was Krishna anderen Lebewesen zugedacht hat, weil man weiß, wem es gehört, nämlich letztendlich Krishna. So, das ist dieses Ishavasyam-Konzept. Und dieses Konzept wird in allen vedischen Schriften vertreten. Allerdings, was passiert? Also deshalb eben diese vedischen Rituale, die Halbgötter dann zufriedenstellen, die sind sehr wissenschaftlich, sodass es also zu keinen Überschneidungen kommt. Also dass da nicht Interessen anderer Lebewesen verletzt werden. Dieses Ishavasyam-Konzept wird in den Veden schon kultiviert, aber die Beschreibung von Isha, nämlich dem höchsten Herrn, ist da nicht ausreichend vorhanden. Verstehe. Es gibt immer nur mal wieder Hinweise, dass letztendlich ist Vishnu der Höchste oder Shiva, diese Gottheiten arbeiten ja alle zusammen, da gibt es ja keinen Streit im Kosmos. Ne?
Aber dieses Wissen, gerade über die persönlichen Aktivitäten der höchsten Persönlichkeit Gottes, ist in den Veden nicht ausreichend beschrieben. Selbst in den Puranas nicht ausreichend. Dann haben wir ja den Padma Purana zum Beispiel, wo Krishnas Erscheinen und auf der Erde auch beschrieben wird. Und sogar den Devi Purana und viele andere Puranas, die auch das Srimad Bhagavatam erwähnen, ne, in denen das Srimad Bhagavatam erwähnt wird. Aber diese ausschließliche Beschreibung der anziehenden Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes, die gibt es erst im Srimad Bhagavatam, welches jetzt Narada Muni dem Vyasadev aufträgt zu verfassen. Ne? Das ist, kommt dann in diesen Versen. Das ist interessant, Vaidyanath, weil du sagst, erst im Srimad Bhagavatam wird dieses Prinzip dann auch noch veranschaulicht, dass eben Krishna der Isha Vasyam, der Isha ist. Und da fällt mir zum Beispiel spontan die Geschichte vom Govardhan-Hügel ein, wo Krishna dann gesagt hat zu seinem Vater, opfer doch das Essen den Govardhan-Hügel, eigentlich, weil der Govardhan-Hügel eine weitere Erweiterung ist von Krishna, eigentlich zu Krishna. Mhm. Und auch dann gibt es die Geschichte von den Yakya-Brahmanas, wo Krishna und Balaram mit den Kuhhirtenfreunden im Wald spielen und dann den Freunden sie beauftragen, doch zum Dorf zu gehen, um die Brahmanas, die gerade ein Yakya ausführen, zu bitten, die köstlichen Speisen doch in den Wald zu bringen, weil sie ein Picknick haben möchten. Mhm. Da wird das auch, dieses Prinzip auch erklärt. Und an so vielen anderen Stellen, als Krishna in Mathura einzog, traf er diese bucklige, ja, sie war, glaube ich, eine, wie nennt man das, eine Straßendirne, bat er sie doch, ihr diesen Korb mit den Kleidern, waren das Kleider, schöne Kleider zu geben? Ich glaube, das war Sandelholz, ne? Genau, das war Sandelholz. Die brachte immer das Sandelholz für König Kamsa, ne? Und das hat sie dann über Krishna gerieben, ne? So war das, glaube ich, ne? Genau, also da gibt es so viele praktische Beispiele, wo Krishna dieses Prinzip klar macht, erstmal alles zu meiner Freude, dann kommen erst die Halbgötter, dann kommt erst der König, dann kommen erst die Brahmanas mit ihren Yakya zu den Halbgöttern. Ja. Wurde mir gerade so klar, weil du sagtest, es wird schon an vielen Stellen in den Veden so darauf hingewiesen, aber dann oft zu abstrakt oder einfach zu oberflächlich. Genau. Okay. Also diese, da gibt es ja die sechs Darshanas, ne? Oder die sechs Philosophien innerhalb des Hinduismus. Wir folgen ja der Vedanta-Linie. Vedanta, nicht? Also da ist Srila Vyasadeva der Autor. Es war aber diese Vedanta-Linie, die ja jetzt sehr populär ist im Hinduismus. Also Shankaracharya war auch innerhalb der Vedanta-Tradition mit seinem Advaita Vedanta, ne? Alles Brahman, Lehre vom Brahman. Und dann Madhvacharya, die kam mit dem Dvaita Vedanta. In der Linie sind wir ja mit Sri Chaitanya Mahaprabhu auch Dualismus. Ne? Das heißt, die Lebewesen sind nicht mehr mit eins, sind nicht eins mit Gott, sondern sind Teile Gottes. Das ist ein Unterschied zwischen Dualität zwischen den Lebewesen und Gott zum Beispiel. Das ist diese Dvaita Vedanta. Beides aber Vedanta. Also Spiritualität ist da bei beiden das Ziel. Aber das war nicht immer so. Also zu Zeiten Buddhas war diese Karma-Mimamsa-Lehre sehr verbreitet. Ja, auch was du eben sagtest mit dem Yakya-Brahma, das ist alles Karma-Mimamsa. Das heißt, man versucht das Karma zu verbessern und dadurch durch entsprechende Rituale und dadurch eben auf höhere Ebene des Bewusstseins zu gelangen, innerhalb des materiellen Kosmos. Aber zu Zeiten Buddhas war diese Karma-Mimamsa-Lehre also sehr verbreitet, aber auch verkommen. Die Leute machten nämlich Tieropferungen nur, um das Tierfleisch essen zu können. Das ist nämlich das, was passiert.
Ne? Wenn man also solche Rituale ausführt, die eigentlich Sinnenbefriedigung zum Ziel haben, dann ist der Geist von vornherein auf Sinnenbefriedigung ausgerichtet. Ne? Und da war es eben im Laufe der Geschichte, im Laufe des Kali-Yugas, was zu der Zeit ja schon in vollem Schwung war, dazu gekommen, dass die Leute dachten, ah, da werden ja jetzt die Tiere geopfert, zwar für die Halbgötter, aber das Fleisch wird ja hinterher verteilt. Ne? Also machen wir mal ordentlich Tieropfer, dass wir ordentlich Fleisch zu essen kriegen. Das war damals die Situation. Ne? Oder auch, was leicht passiert kann, diese Brahmas, die Brahmanas, diese Priester, die ja diese Rituale vollziehen, die kriegen ja immer bezahlt, die kriegen Spenden. Das ist also ein gutes Geschäft, diese vedischen Rituale zu machen. Das ist auch eine Art der Verfehlung, die da passieren kann, wenn man einmal auf der Ebene der Sinnenbefriedigung ist. Stimmt. Und dann war also wegen dieser vielen Tierfleischopferung war denn ja Vishnu erschien als Buddha in seiner Inkarnation als Buddha und hat diese Opferhandlung ganz und gar verboten und hat auch die vedischen Schriften abgelehnt. Und dann später unter Kaiser Ashok, etwa 250 vor Christi, war der Buddhismus ja die in Indien vorherrschende Religion. Und da wurde also die vedische Tradition vollkommen ja, unterdrückt, kann man sagen, oder fast vertrieben. Also das ist eigentlich ein Stolperstein innerhalb der Veden, dass sie eben mit Sinnenbefriedigung sich beschäftigen. Und deshalb, da gibt es dann viele Gefahren. Ne? Wie heißt es hier, heißt wie ein Wind, ne? wie Boot auf dem Wasser, was vom Wind in die Irre getrieben wird oder sogar versenkt wird, kommt vor. Ne? Auf Fehmarn haben wir Niobe, die wurde durch einen Windstoß, kenterte durch einen heftigen Windstoß, alle Seeleute gingen unter. Also kann auch... Also jederzeit jemand, der sich auf der Sinnenbefriedigung befindet, einfach einen Fehltritt machen und dann schweres Karma auf sich laden. Ne? Also da verschwand die ganze vedische Tradition für eine Zeit aus Indien, bis Shankaracharya sie wiederbelebte, fast 1000 Jahre später, also 800 nach Christi. Ne? Und dann kam indem er sagte, diese unpersönliche Verwirklichung finden wir genauso in den Veden, Advaita, Vedanta. Dann kam eben Madhvacharya, Ramanuja, unsere Vaishnava Acharyas, schließlich Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und die sagten, ja, aber die Veden erklären, dass Krishna die höchste Person ist. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat uns deshalb ja das Srimad Bhagavatam empfohlen, ne, zu lesen. Unter all diesen vedischen Schriften, die es gibt, unter all den Puranas, sollen wir insbesondere den Bhagavata Purana studieren. Wow. Der Ram Gopal hat hier seine Hand gehoben. Und vielleicht, Dandarik, vielleicht hast du auch noch einen Gedanken oder eine Frage zu dem Besprochenen. Ja, Hare Krishna, liebe Vaidyanath Prabhu, bitte nimm erstmal meine Ehrbietung entgegen und alle Ehre sei Shri Prabhupada. Sehr aufschlussreich für mich. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wie du weißt, bewege ich mich ja sehr stark in meinen Aktivitäten, ach, da bist du jetzt, in der Yoga-Szene und versuche eben Bhagavad Gita und Srimad Bhagavatam Philosophie beziehungsweise Bhakti-Philosophie mehr in ein rechtes Licht zu rücken. Und die Frage, die sich für mich auftut, so die Yogis haben natürlich sehr viel mit Halbgöttern so zu tun und Verehrung und so weiter. Und aber gleichzeitig auch mit einer ganz klaren Ausrichtung in das persönlich Göttliche, was jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen so als neunte Inkarnation Vishnus und so weiter betrachtet wird. Oder in Form von Brahman, von Param Atma und Bhagavan. Aber trotzdem, die Zielsetzung ist schon, Gott zu dienen. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, ist das jetzt so im Sinne des Betrachters, also Entwicklungsprozess, oder einfach eine religiöse Form,
wo also auf einer unbewussten Art und Weise Läuterung stattfindet. Ja, die Läuterung tritt ja ein, wenn man sich mit irgendeinem Aspekt der absoluten Wahrheit befasst. Ne? Also auch im Bhagavatam, Vedantita Tattvas, wie das, Tattvam Yajnanam Advayam, Brahmeti Paramatmiti Bhagavan Iti Satyate. Also die Wahrheit wird erkannt in drei Aspekten. Die Wahrheit ist nicht dual. Das heißt, Brahman, Paramatma und Bhagavan unterscheiden sich eigentlich nicht. Genau. Weißt du? Sie unterscheiden sich eigentlich nicht. Sie sind nicht dual. Und jemand, der sich mit der absoluten Wahrheit befasst in irgendeiner ihrer Gestalten und Formen, wird auf alle Fälle geläutert. Ne? Und wer wirklich ernsthaft ist, der wird dann auch letztendlich bei Krishna landen. Auch diese vedischen Rituale und Halbgötterverehrung dienen ja zur Läuterung. Aber man muss das mit einem bestimmten Bewusstsein machen. Wenn man mit dem Bewusstsein daran geht, oh, wenn ich jetzt diese Rituale ausführe, dann werde ich reich oder berühmt oder irgendwas anderes, dann ist das falsche Bewusstsein. Ne? Also da ist auf jeden Fall eine klare Tendenz, also des Dienens vorhanden, also nicht mir zu dienen, sondern eben Gott zu dienen oder den Halbgöttern. Allerdings ist da natürlich von A bis Z auch alles Mögliche dazwischen, so, wo dann auch mit Sicherheit so das um Sinnesbefriedigung geht. Aber so wie ich das so für mich erkenne, um in meinem Seva so zu sein, sehe ich schon die Entwicklung und dass es sich in Richtung in Richtung Bhakti auf jeden Fall bewegt. Ja, also das ist ganz offensichtlich. Also es ist besser, selbst wenn man Sinnenbefriedigung vorhat, sich da an an bestimmte überlieferte religiöse Vorgänge zu halten, als einfach so auf eigene Faust Befriedigung zu betreiben, ne? Ohne höheres Wissen. Also das Ganze ist eigentlich eine Läuterung. Aber du bist da jetzt und du wirst wahrscheinlich den Bhakti-Pfad da auch einfließen lassen. Ne? Ja, das ist der Plan. Ja, gut. Vaidyanath, von Dandatrik, von deiner Seite noch ein Punkt. Erstmal vielen Dank für deine Ausführungen, Vaidyanath Prabhu. Ich habe die ganze Zeit, während du so schön gesprochen hast, habe ich immer das ZDF-Zeichen oben rechts vermisst oder Heute-Journal, das Transzendentale Heute-Journal. Ein Arte-Zeichen hätte ich da auch gerne gehabt. Also ich denke, deine Ausführungen verdienen durchaus mehr Popularität, als die bereits jetzt schon haben. Ja. Punkt eins. Punkt zwei, was Ram Gopal gerade gesagt hat, da kann ich auch nur noch mal hinzufügen, dass die jetzt diese wunderbare Gelegenheit haben, deine Gemeinschaft zu haben, der du aus dem Bhakti-Pfad kommst. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit. Und jeder braucht seine Zeit, um auf den richtigen Trichter zu kommen. Und ich glaube, es ist auch, du hast auch die Sicht durch deinen spirituellen Meister, bist du ermächtigt worden, dahin zu kommen. Und hast auch die Sicht zu sehen, wer ist denn nun wirklich interessiert, ne, mehr zu wissen und wirklich diesen Bhakti-Pfad einzuschlagen und Freundschaften zu schließen und dann zu sehen, how it goes. Nicht? Also wie du sagst, ne, viele haben unterschiedliche Absichten, jeder braucht seine Zeit und wenn jemand mehr wissen möchte, du bist ja da und das Hare Krishna Chanten sicherlich wird auch seine Wirkung haben und ich denke, das ist gut im Zusammenhang mit deiner Gemeinschaft und wird dann ernsthafte Seelen, eine gewisse Ernsthaftigkeit für den Bhakti-Pfad muss natürlich da sein, wird dann auch die Seelen dazu führen, sich weiterzuentwickeln und ja, in Richtung Bhakti-Pfad. Also ich habe Sonntagabend ein Satsang geführt und zwar also an Chaitanya Mahaprabhus Erscheinungstag und Chaitanya Mahaprabhu ist in der Yoga-Szene nicht sehr bekannt und die haben zwar eine Idee, Mahamantra, aber so Chaitanya, wo das herkommt, Geschichte und so weiter, das ist nicht wirklich präsent. Und ich habe dann einfach
über die sozusagen Babyspiele gesprochen, und zwar speziell, dass wenn Chaitanya geschreit hat, dass dann alle immer Hare Krishna gechantet haben, und sobald die aufgehört haben, fing er wieder an zu schreien. Ja, so, also ich hatte alle. Ich hatte alle nur mit diesem einen unglaublich unphilosophischen Lila, obwohl das für uns natürlich was ganz tiefes Philosophisches ist und so. Aber die Aufmerksamkeit von allen war da und sehr starkes Interesse. Leider hat die Polizei gestern aufgrund einer Anzeige dieses 5-Tage-Bhakti-Programm abgebrochen und den Ashram geschlossen, aber so ist die Welt halt. Was kann man tun? Und so. Was bei uns zum Beispiel auch interessant ist, jetzt dieses Jahr nicht so sehr, aber so die vorigen Jahre immer, dass zu Chaitanya Mahaprabhus Erscheinungstag, dass der Tempel immer rappelvoll war. Aber das liegt in der Tat auch nicht daran, dass die Leute, die Hindus vor allen Dingen, nicht Lord Chaitanya kennen, sondern die denken einfach, wir feiern Holi. Dann kommen sie halt hin, haben halt die Riesenparty und sehen halt Chaitanya Mahaprabhu und hören Bhakti-Katha und werden in irgendeiner Weise auf diese Art und Weise auch geläutert. Und was mir das so allgemein sagt, ist im Grunde genommen, dass Srila Prabhupada und die Devotees den Pfad einfach der Suchenden oder derjenigen, die irgendwie schon auf dem Pfad sind, auf dem einen oder anderen, vielleicht auch Kamakanda-Pfad, Shotgun-Worship, wie Hare Kesh das immer so schön gesagt hat, dass man einfach so, irgendwo geht die Kugel schon hin und irgendein Benefit bekomme ich, dass sie dadurch in irgendeiner Weise geläutert werden. Und das mag selbst durch ein paar Leben gehen. Ne? Selbst ne, wenn die Hindus denken, wir feiern jetzt Holi, das ist ja auch ein Krishna-bewusstes Fest, und nicht mit Chaitanya Mahaprabhu verbunden sind, aber in irgendeiner Weise dann Schritt für Schritt dann zum Bhakti-Pfad dann kommen werden. Das mag dauern. Der Pfad, den Srila Prabhupada, die Heiligen uns gegeben haben, der ist, wir können sofort Krishna-bewusst werden. Aber für viele mag es vielleicht ein bisschen länger dauern. Und das mag eine Wandlung stattfinden. So, wir wissen nicht, was klar ist. Auf jeden Fall gut, wenn Gott ist erhebt. Okay. Und selbst diejenigen, die noch nicht so ganz oder vielleicht einen unpersönlichen Pfad folgen, sind vom Glück begünstigt. Dandatrik, deine Verbindung ist gerade ein bisschen kräuselig. Okay. Weiter, Nath Prabhu. Ich schaue auch jetzt gerade schon ein bisschen auf den Glockenturm. Vielleicht zum Abschluss, hier kam noch ein Kommentar für dich. Und zwar, damit ist unsere Frage beantwortet, schreibt Vrajajan, warum Vyasadeva die Spiele von Krishna noch nicht beschrieben hatte, weil diese noch nicht stattgefunden haben? Fragezeichen. Das hat Vaidyanath so erwähnt. Ich finde, das ist ein interessantes Detail. Vielleicht ein paar Sätze zum Abschluss dazu. Also diese Spiele hatten schon stattgefunden. Also Krishna hatte ja gerade den Planeten verlassen zu der Zeit. Ne? Und die hatte also gerade diese Spiele abgeschlossen. Und die Weisen von Naimisharanya, die stellten eben diese sechs Fragen. Und eine dieser Fragen ist, nachdem Krishna den Planeten verlassen hat, wer wird jetzt die Religion beschützen? Ne? Und da heißt es dann, die Antwort von Sutta Goswami heißt, ja, das ist eben das Srimad Bhagavatam, ist nicht verschieden von Krishna und wird aufgehen wie die Sonne und wird die Religion beschützen. Puranarko, ne, die Sonne unter den Puranas. Krishnas Spiele waren gerade abgeschlossen. Krishna hatte den Planeten verlassen und die Welt war in Ungemach Unwissenheit und Unsicherheit gestürzt wieder. Ne? Also insbesondere nicht die Welt, sondern die Welt, die Weisen. Mutter Erde lamentierte, die Weisen wussten nicht mehr, wo es lang geht, jetzt Krishna nicht mehr da war. Und deshalb bestand eben die Notwendigkeit, da mal Klarheit zu schaffen. Und deshalb hat Sutta Goswami das Srimad Bhagavatam gesprochen, nachdem er es von Shukadeva Goswami gehört hatte, zusammen mit Maharaj Parikshit. Ne? Und Shukadeva Goswami hatte das Srimad Bhagavatam unter seinem Vater Vyasadeva eingehend studiert. Also das ist, nachdem Krishna gegangen ist, schafft jetzt dieses
sorgt das Srimad Bhagavatam für Erleuchtung? Also Vratadam, nicht? Also Krishna hatte, und das war noch ganz frisch, also Vyasadev hatte das noch nicht richtig beschrieben, weil es noch ganz frisch war, hatte Vyasadev noch nicht so seinen Geist darauf gerichtet. Das war eben der Fehler, worauf Narada Muni ihn aufmerksam machte. Passte ja dann auch ganz gut. Er hatte dann ganz frische, neue Informationen, um genau das dann zu vollführen, wo er von Narada Muni gebeten wurde, nämlich die Spiele von Krishna noch mehr im Detail zu beschreiben. Und so passte es ja gut, dass Krishna gerade erschienen war. Somit stand dieses ganze frische Wissen dann plötzlich zur Verfügung. Prima. Dann würde ich sagen, wir können ja alle mal zum Abschluss, wenn ihr mögt, die Mikrofone einschalten. Gerne auch eure Kameras würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und erstmal ein ganz großes Dankeschön an Vaidyanath Prabhu. Vielleicht können wir alle mal ein freudiges Hari Bol rufen. Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Hari Bol. Hari Krishna. Illa Prabhupada ki jai. Und ja, ich singe einmal vor, singt einmal hinterher. Und dann wünschen wir euch alle einen schönen Tag für heute. Und falls ihr das hier auf YouTube anschaut, in der Videobeschreibung findet ihr den direkten Zugangslink, wie man hier auch live dabei sein kann, falls euch das nicht möglich sein sollte. Drückt auf den Subscriber-Button. Ihr könnt auch auf den Like-Button drücken und auch einen netten Kommentar oder sogar eine Frage schreiben. Und die greifen wir dann in einer zukünftigen Sendung auf. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol.